Ja, wie gesagt, Grältig würde um den Marktplatz herum sich in den Nebenstraßen halten und in etwa hier oben bei der 7 versuchen, einen Blick auf den Marktplatz zu behalten und versuchen, den Überblick zu behalten. Also das mitzubekommen, dass Preyador eingekerkert wurde, aber ausreichend Abstand zu halten, um nicht unmittelbar als Verfolger aufzufallen. Okay, dann Runga. Ronga würde sich dem nun spärlich versteckten Rogel entgegenstellen, nachdem sich die Lage ein bisschen gerichtet hat. Hey, komm da raus. Ja, das lief jetzt nicht so gut bisher. Weißt du, ich habe schon sowas erwartet, aber ich dachte, wir schaffen es mindestens im Palast. Was ist jetzt unser Plan? Weiß ich nicht. Hast du Grelldeck gesehen? Ich habe nur gesehen, dass du sich ebenfalls und gesehen hat, dass die Lage ein wenig hitzig wird. Ich glaube, der ist irgendwo in die Richtung gelaufen und er zeigt nach Norden, aber bin mir auch nicht ganz sicher. Ich war auch ziemlich nervös. Na, dann wird er wohl Preyador im Auge behalten haben, herauszufinden, wo er dann hingebracht wird. Naja, ich befürchte, unser Gespräch mit dem Sultan hat jetzt sich erledigt, richtig? Ich gehe davon aus, wir werden den da rausboxen müssen. Also Preyador war unsere beste Chance, Hoffnung, irgendwie mit den Sultan zu reden. Ich habe keine Ahnung, wie man mit solch hochgestellten Persönlichkeiten spricht. Ich hätte auch nicht. Das habe ich dir auch nicht angesehen. Und Aldan würde mal eine Fackel aus seinem Rucksack raussuchen. Glaubst du, es ist eher dafür Zeit? Finde. Da sagst du was. Ich glaube, da wäre es tatsächlich Zeit für Plan B, der wütende Mob. Dann sollten wir jetzt dringend den anderen suchen, der auf dem Boot immer so gut zurechtkam. Ja, Kraldek, der wird irgendwo Ja. sein. Ja, Grältig wird versuchen, sich einen Überblick über den Marktplatz zu verschaffen, also Wachen etc. Und dann in dieser Nebengasse zurückzugehen, um die anderen zu suchen. Dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Auf dem Marktplatz, du kannst eine ganze Menge an Stadtgardisten erkennen, also grob 50 Leute mit unterschiedlicher Qualität, die abrufbar sind. Also hier an der Ecke mal einer, da an der Ecke mal einer, so ein paar auf dem Platz. Und so, wenn du dann mit deinem spähenden Auge dir ein bisschen Zeit lässt, so ja, auf 50. Also wenn in dieser Stadt, also das sind natürlich nicht alle Wachen, aber das sind so die, die jetzt aktuell am Palast weilen. Wenn in dieser Stadt laut euren Informationen 6.000 Einwohner sind und ihr könnt vielleicht 10% davon mobilisieren, das sind dann 600 gegen 50. Ja, müsste man halt mobilisieren oder vielleicht kriegt ihr sogar mehr hin. Mal sehen, das muss aber schnell gehen. Hätte Grelldick die Gassenwissenprobe geschafft, würde ihm das einleuchten. So hat er keinerlei Plan. Ja, also du guckst das alles so ein bisschen an und versuchst dann wieder zurück zu diesem Platz zu kommen, wo Preyador festgenommen wurde. Da kannst du die anderen nicht erkennen. Aber zum Glück können die anderen dich erkennen, sodass sie dann auf dich zugehen können. Ach, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ja, da ist er. Der mit den langen Beinen. Sie sehen auch. Ja. Hey, Göldrick. Ich würde ihn anschauen, nochmal meine Fackel in die Hand nehmen, sie einmal in meine linke Hand schlagen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl mehr. Hey, steck die Fackel wieder weg, Mann. Jetzt noch nicht. Alter, wir sind momentan zu dritt, Bauer Rogel. Sie haben Preyador ins Loch gesteckt, mitten auf dem Marktplatz. Ich denke, wir sollten definitiv uns nach Verstärkung umsehen. Zu dritt werden wir das mitten bei hellem Tageslicht nicht schaffen. Wenn überhaupt, dann wäre eine nächtliche Aktion zur Befreiung Preyador sinnvoll. Ja, lass uns doch erstmal zurückgehen zu Armin. Vielleicht hat er eine Idee. Dann müssen wir bald wieder Blumen kaufen. Ich glaube, das werden wir uns wohl noch leisten können. Naja, gut. Ja, Preyador, du wirst in ein Loch gestoßen, 4 Meter tief,
mit matschigem, ekelhaft stinkendem ja, Erdreich, was dich so sumpfend einsackt. Das Ding ist nicht wirklich breit, 1,5 Meter. Wie gesagt, 4 Meter tief. Und wenn du dann irgendwann zu dir kommst, beziehungsweise dich nach oben richtest, kannst du auch sehen, dass das Gitter wieder vorgelegt wird. Ein goldenes Schloss, was klickt. Und du merkst wohl so ein kleines Britzeln von dort oben. Als würde da unheilige Magie sprühen. Und wenn du dich umblickst, kannst du sehen, dass da wohl ein weiterer verdreckter Novadi mit wettergegerbtem Gesicht neben dir sitzt am Loch. Wo bin ich hier? Dieser verdammten Ketzer! Sie sperren einen Geweihten ein. Wie können Sie es wagen? Sie sperren jeden ein. Wer seid ihr? Eine andere verlorene Seele. Was habt ihr verbrochen? Nichts. Seht ihr, genau wie ich. Ich habe das Erbe meines Vaters angetreten. Ah, ihr seid also. Ihr seid der Sohn El-Hakirs, Ben Harkir? Ben Harkir ist ein Stümper. Ich bin Erkaban. Erkaban. Erkaban, der Zornige. Ah, ich verstehe. Der Zorn bringt uns aber nicht viel weiter. Gibt es noch andere? Ich schaue mich mal um, ob es noch andere Gefangene hier gibt. Du siehst wohl, dass in der Ecke ist es nicht. Es ist halt ein rundes Loch. Aber da hat wohl irgendjemand vor einiger Zeit Steine weggekratzt und darunter so eine Luke, Steine rausgebrochen. Das ist ein Gang. Aber ansonsten seid ihr beide alleine. Wir müssen hier raus und dieser Tyrannei ein Ende bereiten. Gib dir keine Mühe. Hier kommen wir nicht raus. Praius ist auf unserer Seite. Wir entkommen. Marashtula ist auch nicht auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber Praius ist bei mir und damit auch bei uns. Nun dann, tut etwas. Überzeugt mich von seiner großartigen Macht. Ja, ich würde ihm dann von Praius Licht erzählen. Also ich würde mir jetzt auf einer theologischen Diskussion einlassen. Praius hilft allen, die von Unrecht und Tyrannei geknechtet werden. Dann hört doch zu schwatzen und holt uns hier raus. Ich gucke mir mal diesen Gang an. Ist das wirklich ein Gang oder ist das, muss man? Ja, du müsstest dich hinknien. Da kann man reinkrabbeln auf allen Vieren. Nun kommt hier geht doch raus. Ihr Sohn einer Hündin. Wie nennt ihr mich, ihr verdammter Novadi? Na, Rashtula wird euch treffen. Kriecht, kriecht, ihr werdet sehen, dass ihr nicht weit kommt. Ihr wart also schon dort, was erwartet mich dort? Ein Loch mit Wasser. Und danach? Ich weiß es nicht. Ihr habt es also nicht versucht, ihr wartet hier auf euren Tod? Du merkst wohl so ein richtig ekelhaft fieses Grinsen hinter seinen Augen. Was verschweigt ihr? Sprecht und sprecht die Wahrheit vor allen Dingen. Die Geschubten sind dort unten. Rashtula möge sie verfluchen. Vor Geschubten müssen wir uns nicht fürchten. Wir sind mit Praios. Hört auf zu reden, alter Mann. Nun ihr kommt sollt, schon. Ihr sollt uns hier rausbringen. Ja, dann kommt mit. Ihr werdet hier nicht freikommen, wenn ihr auf eurem Hintern sitzt. Ach, macht was ihr wollt. Ich gehe ins Loch rein und probiere mich da durchzuschlingeln. Wir sehen uns gleich wieder, halt seine Stimme, als du dann darin verschwindest. Verdammter Novadi. Und nach ungefähr 5 Metern, die du im Schlamm gekrabbelt bist, stinkt immer widerwärtiger, kannst du tatsächlich sehen, wie es einen weiteren Durchbruch gibt, der senkrecht nach unten führt und direkt darunter Wasser. Habe ich? Ich habe keine Ahnung von Code, oder? Gehe ich mal nicht von aus. Ich würde mal einen Stein fallen lassen. Gibt es einen Stein? Keine Ahnung. Ja, so einen kleinen Stein. Kiesel, ja, so einen kleinen Stein. Also, er versinkt im Wasser, ja. Kräuselt sich, aber. Wie, also, die Tiefe ist das Wasser unter mir. Die Wasser ist meine Sinneschärfeprobe. Okay.
10 Punkte. Ja, du siehst, wie irgendwie so eine Art Fisch, würdest du meinen, da wohl kurz, nachdem die Wellen wieder zurückgeschlagen sind, kannst du so einen kleinen, weiß-milchigen Fisch erkennen, der da wohl lang schwimmt. Schnappt er nach dem Stein? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Aber da sind auf alle Fälle Fische drin. ich fürchte, welche Art von Fische, aber... Tierkunde? Gut. Ja, Tierkunde ist Tierkunde. Also du musst auf alle Fälle schwimmen, du musst auf alle Fälle tauchen. Ich habe gar keine Tierkunde. Wissen. Das ist erst Natur, wa? Warte mal kurz. Wissen. Wissen habe ich keine Tierkunde, nee, habe ich nicht. Kann man es irgendwie ableiten auf... Klugheit, plus 7. Okay. Bei Tiere züchten, aber das wirst du auch nicht haben. Reiten wird dir nicht helfen. Aber ja, es sind halt Fische, ne? Fische ist gut, die führen immer zum fließenden Wasser. Also es ist kein stehendes Wasser. Es muss da irgendwo rausgehen. Das ist was Gutes. Ob das jetzt ins Meer führt oder in den Fluss, ist egal. Aber da, also, du weißt halt auch nicht, wie lange du die Luft anhalten musst, aber du kommst auf alle Fälle durch diesen Gang an fließendes Wasser. Ja, die Frau, jetzt 500 Meter, dann vorher trinke ich wahrscheinlich. Ja, das Problem ist halt, also du hast halt auch nicht viel, du kannst jetzt rückwärts robben, es ist aber auch nicht Platz, um sich jetzt hier drin umzudrehen. Du musst halt wirklich rückwärts robben oder du springst kopfüber in dieses Wasser rein, was direkt unter dir dann anfängt und du weißt auch nicht, wie eng das ist, ne? Wie tief hat es nochmal dieser Wasserspiegel gehabt? Also das fängt direkt unter dir an. Du bist ja jetzt rangerobbt und du könntest jetzt deine Hand auch reinstrecken. Du kommst auch, wenn du dich umdrehen könntest du dich auch wieder hochziehen. Gibt wahrscheinlich... Mein Tipp, da muss ich mir schon abgenommen, wahrscheinlich hier von aus. Was können die sonst da reinhalten ins Wasser? Du kannst ein Zepter haben, wenn du willst, klar. Achso, okay. Ja, dann würde ich das Zepter mal reinhalten in dieses Wasser und gucken, ob jemand das nach schnappt, irgendwie nach diesem Zepter. Schnappen aktiv nicht, nein. Aber du siehst. Du siehst wieder diese bleichen Fische. Es sind 3, 4, 5, die so ein bisschen um dieses Zepter rumtauchen. Wie groß sind diese Fische eigentlich? Vielleicht so groß wie deine Hand. So Handlänge. Okay. Ja. Verdammt. Ich werde dazwischen gefressen. Ich würde meine Hand reinstecken. Ins Wasser. Meine linke Hand. Linke, das ist wichtig, okay. Ja, du siehst, wie Fische dann so ein bisschen drumherum schwimmen. Und der erste fängt ja irgendwann an zu knabbern. Also je nachdem, wie lange du dran bist. Kann ich probieren, nach dem Fisch zu greifen, der linken Hand? Würfel eine konträre Probe auf Attacke, raufen. Okay, Sekunde. Er weicht auch nicht aus, weil er blind ist. Attacke Basis oder nicht? Normal, oder? Ja. Attacke Basis, ja. Seine Initiative ist 2 plus 3 W6. Ganz interessante Initiative. 10. Nee, vergiss es. Und seine Attacke. Ja, es ist jetzt eine konträre Probe. Er ist halt auch relativ. Er ist halt blind, so, ne? Das Wichtige ist halt, dass du ihn greifen kannst, bevor er nach dir schnappt. Und dann hast du so ein kleines, blindes, molchiges Wesen, was sich windet und ringt an deiner Hand. Siehst du so kleine, winzig kleine Zähne in seinem Mund. Okay. Du kleines, garstiges Stück Fisch. Wolltest du mich fressen, was? Du Sohn einer Hündin, bist du schon tot? Nein, du verdammter Novari. Hier gibt es Fische. Währenddessen bei der Zitrake Sham in Nufarim. Ihr könnt dann wieder an dem Hutudo vorbeigehen und steht dann vor einem sehr zufrieden wirkenden
Ahmed Ben Chalif, der sich die Vorräte gerade ansieht. Ja. Ah, es ist alles da. Effendi, ihr seid wieder da, meine Freunde. Ihr habt euch entschieden, ja? Ihr habt die Gnade des Sultans erfahren. Ihr seid nur noch zu dritt. Meine Freunde, hier seid ihr sicher. Was habt ihr mit eurem goldenen Freund gemacht, Effendis? Ist er bereits... hat er die Gerechtigkeit des Zweien, das zu spüren bekommen? Er sitzt in der Grube auf dem Markt, unter dem Marktplatz. Effendis, und wir wollen ihn da rausbekommen. Wir haben euch doch gesagt, dass es genauso endet wird. Ja, ja, das wollen wir nicht hören. Das hatten wir alle im Hinterkopf. Wir wollen uns jetzt darauf fokussieren, wie wir ihn da rausbekommen. Ich wüsste wie. Ich habe euch schon gesagt, Effendis, ich bin ein schlauer Mann. Ich bin ein vorsichtiger Mann. Mit. Ich habe euch gesagt, wir müssen einen Aufstand aufzetteln. Ja, einen Bauernaufstand. Viele Bauern, viele Reisbauern, wenig Wachen. Wir müssen handeln. Wir brauchen Heldin. Wie viel Vorbereitung braucht ihr? Wir haben das Essen. Ich besorge einige Karren und dann... Nun ja, kann es losgehen. Und du kriegst die Leute dazu überzeugt? Ich bin kein großer Redenschwinger. Effendi, ich bin im Widerstand. Ich bin ein kluger Mann. Wir haben ungefähr 50 Wachen gesehen. Wesentlich größer schätze ich die Garnison nicht ein, aber ihr müsstet schon einiges an Aufständischen zusammentrommeln können. Effendi, wir brauchen nur Essen, wir verteilen es, wir sagen, hey, kommt, kommt zum Platz und schnappt es euch. Ja? Und sie schnappen und sie schnappen. Und dann ist Chaos und irgendwer wird eine Fackel werfen und dann brennt ein Gebäude und dann, Effendi, ist es zu spät. Ja, man, wer wirft den ersten Stein und alle anderen werfen ebenso. Wir sagen, der Sultan hat anderes Essen und nun ja, wenn das nicht klappt, dann sind wir alle tot. Ist das denn in der Stadt schon mal passiert? Hier sehen wir hier alle ängstlich aus, als würden sich vor den Wachen in die Hosen scheißen. Das ist noch nie gemacht worden. Ja. Der Widerstand ist klein, wir haben keine Miete, wir haben kein Geld. Die Finn, ihr müsst uns Geld geben. Ja, also ich befürchte, wir müssen das jetzt machen, weil sonst ist Priodur bald nicht mehr so viel Priodur, sondern Zweiodur. Weil er in zwei Teile ist. Seht ihr? Effendi, ihr teilt meinen Humor, das ist lustig. Das sollte nicht witzig sein. Wisst ihr, wie viele vom Widerstand ich schon verloren habe an das zweihändige Schwert? Viele? Sehr viele. Aber was genau ist denn jetzt der Plan? Wir holen Priodur da raus und gehen dann zum Palast, um diese Schrift zu suchen? Ja. Bestechend. Simpler Plan bisher. Naja, also ich würde sagen, wir kaufen noch ein paar Holzspeere. Speere sind immer gut. Effendi, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr es komplex haben wollt, dann geht ihr zum Palast und macht Diplomatie. Wenn ihr das heimlich machen wollt, dann brecht ihr ein. Das ist der simple Weg, das ist der direkte Weg. Alle freuen sich. Unser Diplomat hockt in irgendeiner Grube, also das ist keine Option. Ihr seht mir doch nicht aus wie Diebe, Effendis. Ihr seid kluge, kräftige Männer. Guckt euch eure Muskeln an, ja? Ihr seid, machen wir uns nichts vor, ihr seid Männer, die draufhauen können, ja? Ihr seid keine Männer, die viel im Kopf haben. Ronga, wir brauchen zwei Dinge. Das Schriftstück und Priodur. Und es mag zwar möglich gewesen sein, das Schriftstück heimlich zu entwenden, beides heimlich zu erwirken, ohne entdeckt zu werden, erscheint mir ohne eine gewaltige Ablenkung sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass wir Priodur da heimlich rausbekommen. Nein. Ja, das muss man sagen. Das haben sie nicht doof gemacht, so mitten auf dem Marktplatz. Also das ist schon sehr, 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 sehr zentral. Wir könnten uns natürlich auch trennen, aber wer traut sich zu, in den Palast zu marschieren? Nun, während deinem Aufstand mehr genug Ablenkung, um Priodur aus dem Loch zu bringen. Aber wir müssten danach immer noch in den Palast eindringen. Das würde ich uns zutrauen, aber wir brauchen auf jeden Fall die Aufständischen wirken, als brauchen sie auf jeden Fall Anführung, ja? Führung und eine Führungspersönlichkeit.
Also ich habe einen Vorschlag. Und zwar, also ihr beide besiegt jeweils eine von den Wachen in einem ganz tollen Zweikampf und ich zünde ein Gebäude an. Und dann gucken wir, was passiert. Das hört sich nicht nach einem Plan an. Das ist ein toller Plan. Ich kann auch einen Stein werfen, wenn dir das hilft. Ich würde eher vorschlagen, wenn wir das durchziehen, dann sollte Ahmed, unser Freund, schauen, dass er so viele Unterstützer wie möglich bis heute Abend gesammelt kriegt. Und wir machen das etwas organisierter. Ja, genau. Und dann werfe ich einen Stein und werfe eine Fackel. Richtig? Ja, du kannst werfen, was auch immer du willst. Vielleicht soll ich eine zweite Fackel kaufen. Oh, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir noch wirklich an das Schriftstück rankommen. Naja, also ich glaube, wenn erstmal der Aufstand da ist, dann rennen wir halt danach in den Sultanspalast. Weil wenn der Aufstand erfolgreich ist, dann rennen eh alle in den Sultanspalast, um zu plündern. Und dann schließen wir uns einfach an. Rogel, also der Aufstand wird nicht erfolgreich sein. Wie genau stellst du dir das vor? Okay, gut, das ist eine große Überzahl, aber der Palast wird wohl bewacht sein und die sind viel besser ausgerüstet. Was sollen denn ein wütender Mob mit Mistgabeln und Fackeln gegen ein gut ausgerüstetes Mal stellen? Die sind nicht mehr als eine Ablenkung, aber... Naja, wir haben dann ja Praiodur befreit und der ruft dann Praios und der hilft uns. Ohne einen Anführer wirkt die Bevölkerung hier viel zu eingeschüchtert, um selbstständig tätig zu werden. Effendi, ich bin der Anführer vom Widerstand. Ja, sie vertrauen mir. Es wird schon klappen. Und wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann sind wir tot. Weil du auch bisher so einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht hast. Ich bin ein vorsichtiger Mann. Ich bin ein Mann mit Köpfchen, mit Krebs, ja? Ihr seid Männer ohne Köpfchen und Krebs. Ihr seid Muskelmänner. Naja, also wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, können wir ja das machen. Aber sonst würde ich sagen, werfen wir Fackeln und Steine. So viele wie möglich. Besser auf den Palast. Wir sollten Steine besorgen und vielleicht ein paar Fackeln. Was die Menschen hier brauchen, sind Waffen und Führer. Speere. Wir brauchen Speere. Wir werden nicht so schnell irgendwelche Waffen ranbekommen können. Dann brauchen wir Stöcker. Oder Mistgabeln. Mistgabeln sind hervorragende Waffen. Also die sollen sich schnappen, womit sie sich auch immer sicher fühlen. Ich denke, das ist deine Aufgabe, Ahmed. Warum kümmerst du dich? Lukan, sag mal Babur und Karim, sie sollen große Wagen holen. Ja, Wagen für die Essen, was wir geliefert haben. Was ist meine Aufgabe, Effendi? Ich habe nicht zugehört. Du musst... Ja? Nun, Ahmed, ihr müsst die Bevölkerung mobilisieren, ja? Und, Ronga, ich weiß nicht, wie bewandert ihr in der Kriegskunst seid, aber vielleicht hilft uns eine weitere Ablenkung. Vielleicht können wir ein Feuer legen in einem Regierungsgebäude, das die Aufmerksamkeit der Wachen ablenkt. Wir könnten den Effa-Tempel anzünden. Oh, jetzt fängt er sich an. Boah. Ja, kannst du zuschauen. Ja, ne, krieg eine Backpfeife. Also. Ja, ist okay. Nicht den Effa-Tempel. Ich denke, wir sollten die Kaserne anzünden. Die ist auf der anderen Seite der Stadt, aber sicher, das können wir machen, Effendi. Habt ihr zuverlässige Leute, die das in die Wege leiten können? Wir werden wahrscheinlich auf dem Marktplatz gebraucht. Das ist das Gebäude. Der Widerstand ist klein. Alles, was ich habe, ist, sagen wir, 4 Leute. Das sind 4 Fackeln. Zählt ihr uns 3 da bereits mit ein? Dann sind wir 7. Sehr gut. Die anderen holen gerade die Wägen. Grältig massiert sich seine Schläfen. Ja, Ronga zieht seinen Schlauch leer. Ich möchte meine nicht vorhandene Kriegskunst nutzen, um diesen Aufstand einzuschätzen, und ich halte ihn für sehr erfolgreich. Ich glaube, das klappt.